Peace, hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Konol. Teil 2, die Rückreise. Hat schon ganz gut angefangen, weil wir wollten gestern noch im Hotel laden, vollladen und war auch reserviert. Allerdings hat das alles nicht hingehaut. Das heißt, wir fahren jetzt mit einer Restreichweite von 101 Kilometer schon mal los. Dann müssen wir mindestens einmal mehr tanken oder stranken. Verlieren nochmal eine gute halbe Stunde dadurch. Naja, werden wir sehen. Kriegen wir schon irgendwie hin. Auf geht's. So, beim ersten Ladestopp angekommen, eigentlich der zweite schon, weil der erste war zu, obwohl es geheißen hat, der ist offen, der war nämlich bei einem Hornbach. Da hat man nicht reinfahren können. Jetzt sind wir beim zweiten, bei einer Shell-Tankstelle. Geil ist, dass der dass der anzeigt, dass das Schademo-Kabel nicht richtig angesteckt ist. Also bei dem geht der Schademo nicht. Aber wir haben hinten noch einen zweiten Lader und da ist ein Volkswagen GTX, steht da dort. Schönes Auto. Und der fährt jetzt weg und das probieren wir mal jetzt dann nochmal bei dem Ladepunkt aus. Der hat nämlich auch ein Schademo. Und dann schauen wir uns das mal an. Das sieht nämlich so aus. Schademo hat hier nämlich schon einen Ring und dann sehe ich, das Kabel ist nicht verbunden. Kann er auch nicht, weil er da noch steckt. Und auch wenn man verbindet, sagt er, das Kabel ist nicht verbunden. Deswegen probieren wir es jetzt mal auf den da drüben. So, neuer Versuch. Da steht wenigstens schon mal nichts drin, dass der irgendwie nicht verbunden ist. Mit einer Hand, das ist schon Klack. Schauen wir mal. Da hat er schon mal verbunden, das ist schon mal gut. Und jetzt auf Start. Meine Assistentin. Überprüfung. Sie sind nicht berechtigt, den Ladevorgang zu starten. Also machen wir es online. Ist die Frage, welcher es ist? Da steht die Nummer. Der 488. Oder du einfach abscannen. Technischer Fehler. Steck ich nochmal rein. Klack macht's. Verbindung ist okay. Technischer Fehler. Also die Ladesäule funktioniert aber, weil vorher ja da der GTX geladen hat. Und da kriegt man schon wieder einen Föhn. Da kriegt man einfach bloß einen Föhn. Ah, keine Ladekarte, dann starten Sie den Ladevorgang in der App und verbinden erst danach den Ladestecker. Aha, okay. Also. Jetzt wissen wir mehr. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Genau, jetzt ist er wieder entsteckt. Da ist es jetzt so, dass man, wenn man die Ladekarte nicht hat, die ja auch nicht funktioniert, die Ladekarte hat noch bei keinem einzigen Lader funktioniert, weder beim Hinfahren noch heute. Okay, ich starte. Okay. Und das ist so, dass man über die App starten soll. Jetzt ist technischer Fehler, jetzt probier es mal. Er zeigt hier an, aber am Handy zeigt er technischen Fehler an. Also, jetzt haben wir starten können, aber nicht mit der ADAC-Karte, sondern mit der Maingau-Karte haben wir uns jetzt starten können. Und ja, das heißt, wenn du ein E-Auto hast, musst du heutzutage immer noch mehrere Karten mitnehmen, weil die Apps funktionieren teilweise auch noch nicht. Oder du hast wie bei dem Teil einfach eine Störmeldung, dass das Kabel nicht verbunden ist. Braucht er auch nicht, weil er ist ja nicht verbunden. Er ladet jetzt, ja, wir wissen aber nicht mit wie viel, steht nicht drauf. Und wir wissen auch jetzt gar nicht, was wir zahlen pro Kilowattstunde. Könnten wir jetzt in der Maingau-App nachschauen, habe jetzt keinen Bock.
Aber undurchsichtig, völlig, völlig benutzerunfreundlich, das funktioniert immer noch nicht und das ist übel. Wir laden jetzt voll, dass wir so um die 100, also wir müssen jetzt so um die 140 Kilometer circa fahren bis Leipzig. Da ist ja der McDonald's, da waren wir ja schon öfter jetzt, da funktioniert es wenigstens und da geht es ja recht flott. Und ja, da müssen wir mal schauen, warum das auch die ADAC-Karte nicht funktioniert, weil die ADAC-App geht ja auch in Leipzig zum Beispiel, aber die Karte funktioniert in Leipzig nicht. Das werden wir mal schauen, ansonsten mache ich mir da, keine Ahnung, einen Anhänger draus oder so. Ja, zweiter Ladeversuch hat jetzt funktioniert. Nach einem Mega-Stau bei Leipzig ungefähr, Flughafen, das ist ein Auto, sind da zwei ineinander geknutscht, sind wir jetzt wieder an unserem Ladepunkt. Man sieht schon, da waren wir ja beim Herfahren schon. Bei dem wissen wir wenigstens, dass das funktioniert und es ist wirklich so, der funktioniert wirklich. Vielleicht kann man es erkennen einigermaßen, ja, spiegelt ein bisschen, aber es müsste gehen. Wir sind jetzt auf 18%, bei 14 waren wir, jetzt sind wir bei 18% und mit 63 Kilowatt glaubt er jetzt. Also wir lassen den jetzt wirklich auf 94%. Auf 94% lassen wir den jetzt voll. Weil er hat einiges mehr gebraucht als gedacht. A haben wir einen gescheiten Wind, Gegenwind und B sind wir schwerer als vorher. Nicht nur wegen Essen, sondern wir haben ein paar Sachen aus Berlin mitgenommen und ja, er braucht auch ein bisschen mehr. Und dann schauen wir mal bei der nächsten Ladung, wie die funktioniert. Also hier in Leipzig funktioniert es eigentlich bis jetzt immer, da waren wir jetzt schon ein paar Mal. Das funktioniert hier eigentlich schon immer gut. Gott sei Dank. Und täglich grüßt das Murmeltier, Teil 35. Wir sind jetzt wieder an der Ladesäule, wo wir bei der Hinfahrt schon mal waren. Das war unser erster Ladepunkt, genau. Da war es so, dass diese Karte da nicht gegangen ist. Man hat sich angemeldet, er hat den Ladevorgang gestartet, nach ungefähr 3 Sekunden hat er abgebrochen mit der Mitteilung, wurde vom Benutzer beendet. Nein, wurde nicht beendet. Ja? Also auf jeden Fall nicht vom Benutzer. Mit der App geht's. Wir waren jetzt gerade auf Frankenhöhe, ist wurscht. Also eine davor, das ist das, wo das Restaurant über die Straße so drüber geht. Da waren wir, da wollten wir eigentlich raus und wollten laden, da ging's nicht, weil nämlich da schon einer gesteckt hat und geladen hat. Das war irgendwie so ein Mercedes-Transporter, IQ, schieß mich tot. Und dann ging's natürlich nicht. Und jetzt sind wir hier gefahren, es waren jetzt 12 Kilometer mehr. Wir haben jetzt auch irgendwie so um die 25% Restreichweite gehabt. Jetzt laden wir das letzte Mal und zwar lassen wir jetzt wieder hoch auf, keine Ahnung, 94% und schaffen es dann locker nach Hause. Das heißt, da könnte man hier ein Fazit ziehen. Oder mache ich ein Fazit, wenn ich wieder zu Hause bin? An alle Zuseher und Brillenträger. Wenn man eine Pause macht und da drüben zum Beispiel so auf dem Boden, auf dem Randstein sitzt, die Brille nicht neben sich legen und dann aufstehen und irgendwas wegschmeißen, weil es kann nämlich sein, dass einer kommt und drauf tritt und dann passiert genau das. Ja, also,
Gut ist, dass die Brille trotzdem hält. Und auch gut ist, dass ich sowieso schon neu bestellt habe. Der müsste eigentlich nächste Woche kommen. Vielleicht mit viel Glück diese Woche schon. Weil Fockerchens Äuglein haben nachgelassen. Die werden alt. So wie seine Frau. So ist er halt. Alt. So, kommen wir zum Fazit. Wir sind jetzt zwar bestimmt noch über eine halbe Stunde unterwegs, aber bevor es so dunkel wird, mache ich lieber mal das Fazit. Wie lange sind wir jetzt unterwegs? Knappe 8 Stunden. Was nicht nur dem E-Auto geschuldet ist, sondern wir haben 4 oder 5 richtig lange Staus gehabt, wo wir da teilweise locker eine halbe Stunde immer verloren haben. Und das war schon einiges los heute. Komischerweise immer vor die Baustellen Unfälle, weil sie einfach fahren wie Hirnlose. So wie ich. Ja, Fazit. E-Auto fahren mit einem Schademo, wie jetzt der hat, ist immer noch nicht leicht. Und wird wahrscheinlich auch nicht leichter, im Gegenteil. Denn ich bin immer noch der Meinung, dass Schademo früher oder später wegfällt. Momentan gibt es es noch. Und ja, auf kürzere Frist wahrscheinlich auch noch. Aber viele die von euch, die dann schon schreiben, wenn es neue Ladestationen gibt, dann sind Schademos dabei. Aber irgendwann mal werden sie sich die sparen, weil es immer weniger Autos mit Schademos geben wird. Der Bestand ist halt da und ich denke mal, dass da werden keine neuen mehr dazukommen. Ja, angekommen sind wir soweit und weiß nicht, wie ist denn dein Fazit? Schwer, oder? Schwer. Schwer. Ja, meine Frau ist immer einsilbig. Schwer. Also mit Schademo ist schwer, mit CCS hätten wir jetzt eigentlich nicht die Probleme gehabt, weil mehr Auswahl an die Ladestationen gewesen wären. Das heißt, wenn wir irgendwo hinfahren und ich gehe die Ladestation nicht, das war wie am Anfang vor der Reise schon vermutet, dann fährst du einfach an die nächste und die gleich daneben ist und steckst ein und das passt. Bei Schademo ist das gar nicht so einfach, weil manchmal hast du nur eine Ladesäule und die anderen sind einfach CCS. Machbar ist es, man muss sich Zeit mitnehmen, man muss einen gewissen Abenteuergeist mitnehmen noch. Das wird nicht besser. Ich sage jetzt mal, E-Autos gibt es seit gute 10 Jahren und innerhalb von den 10 Jahren, dass sowas noch passiert, dass wenn sich ein Verbrennerfahrer bieten lassen müsste, würde er wahrscheinlich lieber zu Fuß gehen. Gehe ich mal davon aus. Ja, rechts für links, jawohl. Dann wünsche ich euch viel Spaß, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es war einigermaßen informativ, weil schön war es nicht. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich werde jetzt dann duschen gehen, werde mir ein Radlerhalbe aufmachen und werde dann gemütlich auf der Couch einschlafen, schätze ich mal. Bis zum nächsten Mal. Servus, sagt Locker. Frau und Herr Fokker. Ciao.